Fashion People und alle, die es noch werden wollen, hallo, hallo, mein Name ist Gabriel Baradet, ich bin Modedesigner des Labels Jacquet in Wien und schon seit sehr langem auf dem Markt. Und heute geht es mal um das Thema Zeichnen. Viele meinen ja, Zeichnen ist sowas, was irgendwie eine Gabe, um die sich viele Mythen ranken, die man hat oder nicht. Das stimmt nicht. Zeichnen ist eine Fähigkeit, eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht kommt jetzt, die man sehr gut lernen kann. Aber jetzt die schlechte, die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und es braucht auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Und ich möchte euch heute jetzt drei Bücher vorstellen, mit denen auch ihr Zeichnen lernen könnt. Besonders für den Modebereich. Also stay tuned. Und natürlich wäre ich ihr total falsch, wenn ich nicht sagen würde, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar, fragt mich gerne alles, was ihr in Bezug auf Modedesign oder sogar Modeillustration oder Modezeichnen wissen wollt. Ich beantworte eure Fragen super gerne und vielleicht wollt ihr ja auch den Kanal abonnieren, das würde mich natürlich sehr freuen. Also, stay tuned! Und am Anfang möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, als ich mich entschlossen habe, Modedesign zu studieren, konnte ich weder zeichnen noch nähen. Überhaupt nicht. Ich habe keinen Stich genäht in meinem Leben und ganz schlecht gezeichnet. Und das ist eine Fähigkeit, die ich erlernt habe. Ich habe es den harten Weg gemacht. Ich habe von der Pike auf Modedesign gelernt und es ist super heftig gewesen. Also es ist eine heftige Ausbildung, aber natürlich auch eine wunderschöne. Und ich zeige euch jetzt drei Bücher, die mir sehr geholfen haben. Und zwar ist das als erstes dieses neue Buch, das neue garantiert Zeichnen lernen Workbook bei Betty Edwards. Das ist ein Übungsarbeitsbuch, das sehr logisch aufgebaut ist, sehr einfach, hat jetzt nicht unbedingt was mit Modedesign zu tun. Aber ich finde, es ist super wichtig, am Anfang so ein paar Zeichen-Basics quasi zu lernen und das würde ich euch sehr, sehr gerne empfehlen. Es ist ein tolles Buch, es ist spannend, es ist kurzweilig. Sie hat da so einen Sucher erfunden, mit dem ihr dann sozusagen Sachen zeichnen könnt. Ich möchte nicht zu viel verraten, ihr solltet es ja lesen, das tolle Buch. Aber das ist wirklich großartig. Es ist, man macht Landschaften, Blumen, Porträts, alles mögliche, Architektur. Und es sind, glaube ich, 40 Übungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, 40 Übungen kann ich euch sehr empfehlen. Ich packe euch die Links unten in die Beschreibung rein. Ja, es sind Affiliate-Links, ich gebe das offen zu. Könnt ihr über meinen Link kaufen. Ich freue mich, muss aber natürlich nicht sein. Das würde ich euch sehr empfehlen, wenn ihr anfangt. Das sind so ein paar grundlegende Basics. Wer jetzt noch nicht so viel mit Zeichnen und so weiter zu tun hat, dem würde ich dieses Buch sehr empfehlen. Dann kommen wir zu was ganz anderem. Und zwar ist es natürlich auch sehr wichtig, heutzutage nicht nur mit Hand zu zeichnen, sondern auch digital. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt Digitale Modeillustration mit Photoshop und Illustrator. Photoshop und Illustrator, diese beiden Programme sind so Branchenstandard, die müsst ihr können. Und warum nicht die Fähigkeiten gleich kombinieren mit ein bisschen was in der Mode? Es sind tolle, tolle so Step-by-Step-Anleitungen drinnen. Ich blätter mal zu einer Step-by-Step-Anleitungen drinnen, auch so für, wie man jetzt digital zum Beispiel Stoffe und so weiter illustriert. Ich finde das super, ich finde das super wichtig. Viele von euch zeichnen vielleicht nicht so gern mit der Hand. Deshalb ist das eine gute Ressourcequelle. Auch wieder unten in der Beschreibungsbox findet ihr den Link. Es ist super wertvoll, dieses Buch. Da kann man natürlich auch von Leuten lernen, die wirklich super Profis sind im digitalen Illustrationsbereich. Das ist jetzt mehr so Illustration. Also wenn ihr jetzt eher schnell skizzenhaft zeichnen wollt, das geht schon sehr in die Tiefe. Ist schon sehr spannend. Ich finde es ein super Buch und kann es sehr, sehr empfehlen. Und natürlich, Nummer 3 ist ein Standardwerk. Ja? Das heißt, Illustration Now Fashion. Das ist so ein, wie ihr sehen könnt, ein dicker Wälzer. Weihnachten steht ja vor der Tür, also ein gutes Weihnachtsgeschenk vielleicht. Ein sehr, sehr schönes Buch auch. Da sind wirklich die Top-Mode-Illustratoren vertreten, die ihr
unbedingt kennen müsst. Und ich finde es auch sehr wichtig, wenn man gerade so am Anfang seiner Reise vielleicht auch steht und noch nicht so genau weiß, was ist jetzt so mein Stil, wie machen das andere. Da kann man sich so ein bisschen inspirieren lassen und sehen, okay, was für eine Technik zum Beispiel liegt mir. Will ich mit Gouache zeichnen? Will ich alles mit Bleistift? Will ich digital? Und auch Kombi-Möglichkeiten. Also da möchte ich euch sehr gern motivieren, macht Experimente. Seid da auch sehr kreativ. Es kann auch mal was daneben gehen, ja? Vollkommen in Ordnung. Super, ihr lernt aus jedem missglückten Illustration meistens sehr gut. Ich würde euch diese drei Bücher sehr ans Herz legen. Wenn ihr Fragen zum Thema Modeillustration, Modezeichnen und so weiter habt, immer her damit. Ich freue mich sehr auf euch. Ich packe euch alle Beschreibungen in die Description rein und zu guter Letzt natürlich freue ich mich sehr über einen Like. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, bitte konstruktive Nachrichten. Ich freue mich da sehr drauf, ich antworte auf jede Nachricht und jetzt verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.